Die Aufzeichnung. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Jetzt auch mit Aufzeichnung ganz kurz erstmal der Risikohinweis, bevor wir mit der Thematik des MetaTraders starten. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere gegebenenfalls oder vielleicht sogar vortrade, kann sogar in einem MetaTrader-Add-on-Webinar vorkommen. Dann bitte ich das definitiv nicht als Handelsempfehlung zu werten, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker habt, dann wie gewohnt auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker beantwortet bekommen. Switchen wir ganz kurz nochmals auf die Website von JFD. Hier habt ihr die Möglichkeit, natürlich diese Software herunterzuladen. Ganz kurz ein paar einleitende Worte zur Plattform. Es ist ja grundlegend so, dass es eine Börsenlandschaft gibt. An der Börsenlandschaft gibt es unter anderem Indizes, wie zum Beispiel den deutschen DAX, den amerikanischen S&P, den amerikanischen Dow Jones, den Nikkei aus der asiatischen Region. Es gibt Commodities, also Rohstoffe wie Öle, was jetzt gerade in den Medien extrem hochgekocht war durch diesen extremen Preisverfall am Ölmarkt, Gold auch ganz weit vorne. Und es gibt natürlich Währungen, Euro, US-Dollar, britischer Pfund, japanischer Yen, Schweizer Franken und so weiter. Und es gibt verschiedenste Währungspaare, es gibt Aktien, also eine riesen Börsenlandschaft und ein Chartprogramm, was der MetaTrader schlussendlich ist, hilft einem dabei, die Bewegungen dieser Assets, dieser verschiedensten Assets, dieser einzelnen Produkte natürlich dann zu analysieren, zu beobachten und auszuwerten. Das im Allgemeinen ist natürlich eine Chart-Software. Dieser werden wir uns natürlich auch gleich widmen. Allen voran mal ganz kurz der Hinweis, wie man denn an diese Chart-Software kommt, von JFD kostenlos zur Verfügung gestellt, inklusive der dazugehörigen Daten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Im CFD-Bereich zwar sehr weit verbreitet, aber aus der Landschaft, aus der ich da komme, auch vorrangig im Future-Bereich, zahlt man mitunter für Daten eine ganze Menge Geld. Auch Softwarelösungen kosten in der Regel Geld und man hat schon mal einen großen Vorteil, wenn man im CFD- und Forex-Bereich tätig ist und hier eben seitens der JFD Bank dieses kostenlos zur Verfügung gestellt hat, diese Chart-Software inklusive der entsprechenden Daten. Also man sieht dann natürlich Real-Time, also in dem Moment, wo sich der Markt auch bewegt, wie sich der Markt bewegt. Es gibt unter anderem verzögerte Daten, die man mitunter bei anderen Softwarelösungen bekommt. Die sind dann zum Beispiel 15 Minuten verzögert. Für den einen oder anderen Trading-Ansatz reicht das vielleicht aus. Aber für uns, wenn wir im Trading unterwegs sind, also wirklich auch kurzfristig agieren, wo teils Trades vielleicht manchmal nur 5 Minuten dauern, sind natürlich 15 Minuten Daten, 15 Minuten verzögerte Daten schlicht und ergreifend einfach sinnlos, logischerweise. Von daher ist es natürlich umso wichtiger, auch natürlich Realtime-Daten zu bekommen. Wie komme ich an diese Software auf der Website jfdbank.com unter dem Punkt Trading? Dann geht man einfach mit der Maus drauf auf diesen Punkt, dann kommt ja dieses Kästchen und dann sieht man ganz rechts Handelsplattformen, MetaTrader 4 und MetaTrader 5, die heutige Thematik, dort einfach draufklicken. Dann wartet man kurz, bis sich die nächste Unterseite öffnet. Dann scrollt man kurz nach unten, liest nochmal gerne hier die Beschreibungen oder die Erläuterungen zur Plattform. Dann geht man auf den Punkt hier, registrieren Sie sich jetzt. Und hier hat man jetzt die Möglichkeit, direkt auch ein Live-Konto zu eröffnen oder eben ein Demokonto, was ich am Anfang erstmal immer empfehlen würde, dass man sich natürlich mit Spielgeld sozusagen, mit nicht reellem Geld ausprobiert. Allen voran natürlich auch die Möglichkeiten der Software mal ausprobiert und mal rechts und links klickt und macht. Und man kann erstmal dadurch, durch diese Versuche, natürlich, wenn man dort eben ja, den einen oder anderen Fehler vielleicht am Anfang einbaut, wie es dann eben so ist, wenn man ein neues Auto hat, fährt man es ja auch nicht sofort am Grenzbereich, sondern testet sich erstmal vorsichtig heran, bis man dann mit Vollgas über die Rennstrecke fährt, sozusagen. Und so ist es quasi mit so einer Schadsoftware auch. Man sollte sich da erstmal herantasten. Wenn ihr das dann geöffnet habt, Konto eröffnen, habt ihr die Möglichkeit, wie ich es eben sagte, Live-Konto zu eröffnen oder eben ein solches Demokonto hier auszuwählen. Dann kann man hier auswählen, ob man den MetaTrader 5 oder den MetaTrader 4 wählt. Der Kernunterschied ist, wie es hier dann auch steht, dass ich mit dem MetaTrader 5 die Möglichkeit habe, physische Aktien auch zu handeln. Ein weites Portfolio an Aktien steht ja schon zur Verfügung und JFD ist dort ja aktuell immer wieder dabei, dieses Portfolio zu erweitern, sodass man dann eben auch eine ganze Menge Bandbreite an Aktien, physische, echte Aktien quasi hier auch handeln kann. Das geht mit dem MetaTrader 4 nicht, weil das einfach schon noch die etwas ältere Variante ist und man dort nicht zu viele oder so viele Assets darstellen kann. Das zeige ich euch auch gleich und somit wäre dort ja. Aktien handeln möchte, physische Aktien handeln möchte, der bleibt nichts anderes übrig, als den MetaTrader 5 zu wählen. Wer das nicht möchte, wer sich mit dem MetaTrader 4 beschäftigen möchte, alles andere geht natürlich grundsätzlich auch mit dem MetaTrader 4. Allerdings, wenn man natürlich neu startet,
sollte man natürlich auch da vielleicht gleich den MetaTrader 5 wählen. Das sind keine großen Unterschiede. Wir werden da auch mal nachher kurz drauf schauen. Das sind kleine Nuancen, die sich da verändert haben. Somit ist es eigentlich egal, was ich erkläre oder wo ich es erkläre, ob am MetaTrader 4 oder am MetaTrader 5. Grundsätzlich funktioniert alles gleich oder beziehungsweise sehr, sehr, sehr ähnlich. Okay, ich möchte hier gar nicht weiter darauf eingehen. Hier Daten ausfüllen, dann schlussendlich Hauptwohnsitz, das ist alles klar. Kontowährung auswählen würde ich natürlich für diejenigen, die hier in Europa mit dem Euro zu tun haben, auch als Kontowährung Euro wählen. Und dann hier eine Einzahlung. Das ist nur die Einzahlung quasi des virtuellen Geldes, ja, mit für dieses Demo-Konto. Aber ich rate an der Stelle immer, dann auch einen realistischen Kontostand hier schon zu wählen, um dann eben im Übungsmodus quasi auch schon reelle Bedingungen zu simulieren. Ja, es hilft auch nichts, wenn man sich ein Auto oder plant, ein Auto zu kaufen und man fährt jetzt dann mal im umgedrehten Fall vielleicht ein Auto mit 50 PS zum Testen und kauft sich aber später ein Auto mit 500 PS, dann kann das mitunter schiefgehen, weil man ganz andere Bedingungen gewohnt ist. Von daher ist es hier ratsam, dann eben als Beispiel ein 25.000 Euro Konto hier zu wählen. Beide Häkchen setzen, natürlich allgemeine Geschäftsbedingungen und dann eben auch hier zustimmen. Das rate ich immer, muss man nicht, aber dass man eben Informationen seitens des Brokers bekommt, denn man bekommt ja auch sehr, sehr gute Analysen, Strategieberichte und so weiter, die mitunter auch dort dienlich sein können. Registrieren, klicken unten, dann kriegt man eine E-Mail, die muss man bestätigen, man bekommt einen Download-Link und so weiter, alles selbsterklärend, muss ich jetzt an der Stelle, glaube ich, auch nicht weiter durchgehen, weil das ist nicht schwierig und wenn es denn dennoch Fragen gibt, hat man die Möglichkeit, ich scroll mal kurz nach unten, unter der Webadresse oder E-Mail-Adresse support@jfdbank.com nicht nur zur Software oder zur Installation Fragen zu stellen, sondern generell, wenn man irgendwas hat, was einem auf der Seele brennt oder irgendwie eine Frage hat, die beantwortet werden muss oder soll, dann einfach an support@jfdbank.com schreiben. Dort wird auch relativ schnell geantwortet oder eben sogar mit dem Live-Chat. Also das dazu, wie kommt man an diese Software und dann gehen wir auch mal schnell zu dieser Software und ich möchte jetzt hier mal ganz kurz darauf eingehen, was man hier eben grundsätzlich überhaupt sieht. Ihr seht jetzt hier viele Linien, ihr seht einen Chart. Ich möchte jetzt, ich schaue mal kurz, ob ich einen Chart habe, der etwas leerer dasteht. Genau, nehmen wir uns hier mal die Währung britischer Pfund zum Euro US-Dollar. Jetzt erstmal gar nicht wichtig, was das für ein Markt ist, sondern ich möchte hier erstmal darauf eingehen, was das eben alles hier ist, welche Fenster man hat. Die Frage kommt hier von Peter, die möchte ich auch gleich beantworten. Sind Infos vom Broker in Deutsch oder in Englisch? Also das Support-Team ist auf Deutsch. Man hat hier die Möglichkeit, auf Deutsch zu schreiben, auch Deutsch Antworten zu bekommen. Von daher alles in der Muttersprache. So, gehen wir mal darauf ein. Man hat, wenn man dann diese Software öffnet, nach dem Download, hier ist dann mein Desktop, hat man dann so ein Feld, JFD Bank, gelabelt, MetaTrader 4 oder eben diesen MetaTrader 5. Man klickt dort einfach doppelt drauf und dann öffnet sich quasi die Software. Man hat in der Regel dann hier an der Seite, ich mache das mal kurz auf, vielleicht so ein Marktübersichtsfenster offen oder den Navigator offen, da möchte ich gleich drauf eingehen. Man hat aber grundsätzlich das Hauptfeld, das wichtigste Feld natürlich hier, ist das Chartfenster, wo ich mir diese, wie ich schon eben sagte, Währungen, Rohstoffe, Indizes oder was auch immer, mir eben grundsätzlich anzeigen lassen kann. Und das eben schlussendlich dann auch in verschiedenen Zeiteinheiten. Ich kann meine Analysen tätigen, ich kann eben Indikatoren einblenden, ich kann Linien zeichnen, ich kann Farben ändern. Also ich kann mir das Ganze individuell, wie ich es gerne möchte und hätte, kann ich mir das Ganze anpassen an meine Wünsche und Vorstellungen. Und genau das möchte ich jetzt mal zeigen, inklusive der ein oder anderen Erklärung, wofür die ein oder andere Einstellung oder das ein oder andere Setup gegebenenfalls dienlich sein kann. Um ganz kurz hier mal zu erklären, was ich meine, möchte ich kurz anfangen, hier mal ein wenig zu zeichnen. Also das große Ganze hier ist erstmal grundsätzlich das Chartfenster. Wir haben dann rechts an der Seite immer eine Leiste, wo man die Kurse ablesen kann. Wir haben dann meistens, je nach Einstellung, hier auch ein Feld, wie der aktuelle Kurs steht. Wir haben dann hier unten in dem Fall jetzt nur ein Feld, wo ein Indikator zu sehen ist. In diesem Fall ist es die ATR. Man kann mehrere Indikatoren einblenden. Dementsprechend würde natürlich das Chartfenster unten oder Chartfenster oben immer kleiner werden. Und man hätte dann hier auch die Möglichkeit, natürlich einen zweiten Indikator oder auch einen dritten Indikator mit einfügen zu können. Das können wir auch gleich machen. Das werde ich auch gleich zeigen. Chartfenster ist insofern wichtig noch zu wissen, dass ich aktuell den Tageschart mir darstelle. Und zwar sind das hier in dem Fall Kerzen. Kerzen insofern, weil es aussieht wie eine Kerze. Das sind Gebilde, die einen Körper haben, in der Regel einen Docht, beziehungsweise einen Docht, der ist unten und oben
die Lunte haben, nee, Docht und Lunte, so. So sieht so eine Kerze aus und es reihen sich quasi mehrere dieser Kerzen in irgendeiner Art und Weise aneinander. Das nennt sich Kerzenscharte. Genau das stellt sich hier gerne gerade dar in verschiedensten Farben. Die blauen Kerzen sind quasi steigende Kurse. Steigende Kerzen bedeutet für diese Kerze, dass hier der Eröffnungskurs dieser Periode ist und hier oben quasi der Schlusskurs. Das ist in der Periode der Hochpunkt und das ist in der Periode der Tiefpunkt. Gleiches gilt für die nächste Kerze. Höchstwahrscheinlich ist der Kurs gestiegen, Eröffnungskurs, Schlusskurs der Periode, Hoch und jeweils Tiefpunkt. So, und Periode, was ist jetzt die Periode? Periode ist in diesem Fall jetzt der Tageschart, bedeutet, wenn ich das Bild jetzt groß ziehe, dass jede dieser Kerzen quasi einen Tag darstellt. Ja, bedeutet jetzt, dass wir bis in den Januar zurückblicken, jetzt hier in diesem Währungspaar britischer Pfund US-Dollar. Nun ist es aber der eine oder andere, der sagt, naja, Tageschart ist alles ganz gut und schön, aber das ist ja doch sehr, sehr weit. Ne? Was bringt mir das, wenn ich jetzt bis in Januar zurückschauen kann? Ich möchte ja wissen, was jetzt passiert. Wie sieht das Bild jetzt aus? Und dafür geht man ganz gerne Zeiteinheiten nach unten. Man hat hier oben die Möglichkeit, auf den 4-Stunden-Chart zu wechseln, auf den Stunden-Chart zu wechseln, auf den Halbstunden-Chart zu wechseln. Ihr seht, das geht ruckzuck. Und jetzt sehe ich hier schon im Halbstunden-Chart, da weiß ich, jede Kerze ist eine halbe Stunde. Und wenn man jetzt den Tag mal zurückrechnet, wir haben es jetzt 17 Uhr, grob 17 Uhr, bedeutet, dass wir 34 Halbstundenkerzen am heutigen Tag schon haben. Jetzt könnte man 34 zurückzählen und dann wüsste man, okay, hier ist irgendwo der Start des Handelstages. Und dann geht das weiter mit dem 15-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart bis runter zum 1-Minuten-Chart. Ihr seht, ich wechsle das hier oben einfach mit diesen Buttons und man hat die Möglichkeit, das Ganze dann im MetaTrader 5 noch etwas detaillierter zu skalieren. Da geht es dann zum Beispiel 2-Minuten-Chart, 3-Minuten-Chart, 4-Minuten-Chart, 6, 7, 8, 2 Stunden, 3 Stunden. Also man kann das da noch mehr skalieren. Im MetaTrader 4 sind das nur diese Zeiteinheiten. Für mich persönlich reicht das völlig für meine Analysen und für mein Trading aus. Man hat im MetaTrader 5 halt die Möglichkeit, das sogar noch etwas detaillierter darzustellen. Dann habe ich gerade schon mal eingeblendet, das ist das Chartfenster. Ihr habt hier unten die Möglichkeit, in diesen hier seht ihr, wenn ihr unten schaut, da steht WTI, WTI, DE30 Cash, DE30, DE30, US30, US30, US500, BA, Euro-US-Dollar. Ziemlich viele Reiter. Und nun ist das die Plattform, so wie ich sie für mein reelles Trading nutze. Von daher stehen hier auch eine ganze Menge, was ist denn mit dem Ton los? Man versteht nichts. Versteht man mich? Jetzt geht das mit dem Ton wieder los. Das hat man in den letzten Tagen leider Gottes des Öfteren. Ich hoffe, ich bin grundsätzlich zu verstehen. Und meine Skalierung hier zeigt mir auch, Ton okay. Somit muss ich das jetzt leider so stehen lassen. Ich kann nicht wieder wie letztes Mal jetzt immer wieder auf den Ton eingehen. Wichtig ist, dass er eben bei der Masse gut ankommt und leider Gottes bei denen, wo es nicht gut ankommt, liegt es dann leider an der Internetleitung des Gegenüber, nicht an meiner. Gut, also das ist der Gedanke dazu. Ihr habt die Möglichkeit, dann euch das einzustellen. Das zeige ich gleich. Und dann einfach mit dem Klicken auf die jeweiligen Reiter hier unten, dann seht ihr, da habe ich schon verschiedenste Darstellungen der Charts und ihr wechselt damit dann eben auch, was ihr euch vorher eingestellt habt, könnt ihr zwischen den Märkten und den verschiedensten Einstellungen, die ihr euch für jedes Fenster eingestellt habt, schlussendlich wechseln. Jetzt kommen wir erstmal dazu, wie kann ich einen Markt überhaupt einfügen? Auf den Punkt, der hier oben Marktübersicht heißt, entweder auf dieses kleine Bild raufklicken oder aber auf den Punkt Ansicht gehen, dann auf den Punkt Marktübersicht, dann kommt das genauso. Im MetaTrader 5 hat man teilweise diese Bildchen nicht, dann geht man auf den Punkt Ansicht und kann sich das, was ich jetzt gleich zeige, hier eben entsprechend ebenfalls auswählen. Marktübersicht sieht man schon eine ganze Menge Aktien. Wenn man da weiter nach unten scrollt, kommt man eben irgendwann auch zu den Indizes, zu Rohstoffen etc. pp. Währungen. Hier kommt jetzt erstmal eine ganze Menge Aktien. Hier kommen jetzt die Indizes, hier unten kommen Währungen. Wenn man weiter nach unten scrollt, kommt hier eben auch noch Silber, Gold, Öle und so weiter. Man hat dann die Möglichkeit, sich das alles entsprechend aufzurufen. Wie rufe ich mir das wiederum auf? Gehen wir als Beispiel mal heute den DAX durch. Man hat hier den DE30 Cash. Das ist ein Kontrakt, darauf möchte ich heute nicht so detailliert eingehen, der fast 24 Stunden läuft, quasi ähnlich wie ein Future. Und man hat den DE30 Cash XE, der da von 9 Uhr bis 17:30 Uhr läuft. XE steht für Xetra-Markt. Xetra ist das, was man von Frankfurt am Main kennt, was man auch in der Telebörse immer wieder sieht. Dieser schwarze Bildschirm mit diesem weißen Strich, diesen DAX, das ist der Xetra-DAX, der läuft von 9 bis 17:30 Uhr. Und man kann sich dann hier als Beispiel auch diesen DE30 Cash XE, kann ich euch gleich auch mal zeigen, im Endeffekt auch als Chart anzeigen lassen. Wie mache ich das jetzt? Man geht einfach mit der Maus über den Markt, den man ganz gerne möchte. Einfach die Maus drüber halten, rechte Maustaste, neues Chartfenster, klickt dort drauf
Und dann öffnet sich ein entsprechend neues Startfenster. Das, was ich jetzt mache, kommt bei euch nicht. Das ist bei mir noch eine falsche Einstellung. Das, was ich jetzt mache, interessiert euch auch erstmal noch nicht. Das erkläre ich euch allerdings jetzt dann gleich. So. So sollte das dann bei euch irgendwie aussehen. Es kann auch sein, dass dann schon erstmal noch in den Grundeinstellungen ein paar Indikatoren drin stehen. Es kann sein, dass die farbliche Darstellung anders ist. Also das jetzt erstmal, wie es als MetaTrader, den euch runterladet oder euch, ja doch, euch runterladet, dann im Endeffekt eingestellt ist. Und jetzt geht's halt los. Ich habe jetzt hier mir den DAX ja DAX 30 ja gerade als neues Chartfenster geöffnet. Wo findet man jetzt diesen Chart? Ihr seht hier unten bei mir, ich schließe erstmal diese Marktübersicht wieder einfach auf das Kreuz gehen. Ihr seht bei mir hier unten jetzt ganz, ganz viele Märkte drin. Das liegt einfach daran, dass ich natürlich auch viele Märkte immer mal für die Analysen brauche, zum Zeigen in Webinaren brauche. Und ihr seht hier am Ende, habe ich schon mal einen DE30 irgendwie da was gezeigt. Da habe ich wieder einen DE30 jetzt gewählt. Wie kommt man jetzt nach links und rechts? Hinten sind so zwei kleine Pfeiler, kann man nach links und rechts klicken, dann immer wieder draufklicken, klack, 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 seht ihr unten, dass diese Leiste nach links wandert, beziehungsweise dann eben diese Leiste nach rechts wandert. Wenn man den MetaTrader startet, neu startet, sind da unten nur 5 Märkte drin. Man erweitert das dann, wie man es möchte, peu à peu, ja, für sich selbst. So, also DAX erstmal grundsätzlich, den ich jetzt hier dargestellt habe, im 15-Minuten-Chart, wieder 30-Minuten-Chart etc. pp. So, jetzt habe ich hier in meinen Grundeinstellungen auch grundsätzlich immer schon die ATR drin. Soll heute nicht Thematik sein, was ist die ATR, sondern ich möchte euch jetzt zeigen, wie kann ich in diesem Chartfenster bestimmte Dinge verändern. Ganz allem voran, ganz kurz gezeigt, wie man Farben verändern kann. Um die Einstellung des Charts grundsätzlich zu ändern, rechte Maustaste irgendwo in diesen Chart rein. Dann kommt immer so ein Fenster rechts, 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 ne, da wo ich mit der Maus gerade bin, kommt ein Fenster. Auf den Punkt Eigenschaften gehen, öffnet sich wiederum ein weiteres Fenster. Hier bitte einfach mal durchlesen, was hier so steht. Das ist in der Regel selbsterklärend und wenn man da noch detailliertere Fragen hat, gerne auch im nächsten Webinar dann eben dort mal fragen. So, hallo, wie bekommt man das Symbol und die Zeilendatei oben in die rechte Ecke? Das ist ein Indikator, den ich mir habe selbst schreiben lassen. Den gibt es erstmal in diesem Maße nicht. Möchte ich auch heute nicht drauf eingehen. Dazu bitte gerne mal in den Live-Trading-Room kommen. Können wir gerne darüber sprechen. Das ist ein für mich zugeschnittener Indikator. Den gibt es nicht von JFD. Kann ich aber dann im Live-Trading-Room, kann man ja gerne mal mit dabei sein, kann ich da gerne noch mal ein paar Sätze zu sagen. So, also hier einfach mal durchlesen. Dann den Punkt Farben hier oben auch gerne anklicken. Und dann sieht man schon, man hatte die verschiedensten Möglichkeiten, Farben einzustellen. Wenn ich jetzt hier irgendwas verändere, als Beispiel Kerzen hoch, Kerzen runter, Balken hoch, Balken runter. Man muss verstehen, dass der MetaTrader quasi zwei verschiedene Farbdarstellungen hat. Das ist einmal der Rahmen eines Balkens, also einer Kerze. Und es ist dann zusätzlich das Innenleben quasi einer solchen Kerze. Und da ist einmal Balken runter und einmal Kerze runter. Man kann zwei Farben einstellen. Das wäre jetzt Rot und Blau. Wenn man jetzt bei mir mal schaut für Kerzen hoch, dann ist der Körper blau. Und für Balken hoch, nee, ist beides blau und beides schwarz. Aber man könnte hier auch gesonderte farbliche Einstellungen machen, sodass man sagt, okay, man findet das irgendwie toll, dass man den Außenbereich schwarz macht und den Innenbereich irgendwie grün oder blau oder rot. Dann kann man das gesondert einstellen. Dann geht es eben hier noch weiter, wie man eben das Volumen einstellt, eben die Gitter, das ist diese Gitterlinie, die man im Hintergrund sieht, ja, wie die auch dargestellt werden soll und vor allem eben der Hintergrund. Der Hintergrund ist bei mir weiß. Man kann jetzt hier, Moment, ich habe das Zeichenwerkzeug noch an, man kann jetzt hier auf weiß, ne, weiß ist da gerade eingestellt, man kann hier zum Beispiel auf rot klicken, zack, sieht man links so eine Vorschau, wäre der Hintergrund rot. Gut, wäre jetzt nicht so meins, aber könnte man machen, man könnte den Hintergrund grün machen, blau machen, was auch immer. Ich habe zum Beispiel für eine Nachteinstellung, manchmal, wenn ich ein bisschen abends am Rechner sitze, dann ist mir das im Dunkeln zu grell. Wenn der Hintergrund weiß ist, mache ich ihn als Beispiel dunkelblau. Kann ich vielleicht nochmal ganz kurz nur mal zeigen. Ja, nicht ganz so grell. Im Moment, ich habe das ein wenig, ja, so ähnlich wie, nee, ist auch zu hell, ist egal. Man kann den Hintergrund entsprechend sich so darstellen, dass man das ein bisschen optisch nicht ganz so Augenkrebs bekommt, quasi, wenn man da auf den Chart schaut. Dann könnte man das mit OK bestätigen und dann würde sich jetzt auch das Chartbild ändern. Das mache ich jetzt nicht, sondern ich gehe auf Abbruch, weil ich das jetzt nicht so verstellen möchte. Dazu, wie gesagt, Fragen gerne an den Support oder auch gerne hier, farbliche Einstellungen. So, jetzt geht's weiter. Ich kann weiteres einfügen in den Chart, einfügen und dann sehe ich hier Indikatoren, Linien, Channels, also Kanäle,
Befehle, ja, Fibonacci etc. pp. Man kann Formen einfügen, man kann Pfeile einfügen und hier ist das Repertoire im MT5 auch etwas größer, als es quasi MT4 ist. Also ein bisschen mehr kann man im MT5 einfügen als im MT4, aber für mich persönlich ist, ich brauche von allem nicht viel. Für mich ist es wichtig, dass ich den Chart sehe, dass ich weiß, wo der Kurs steht, dass ich den Chart nach hinten analysieren kann und dass ich mir vielleicht auch mal eine Form einfüge in Form eines Rechtecks, wenn ich jetzt sage, okay, ich finde diesen charttechnischen Bereich hier halt interessant, dann kann ich mir das einzeichnen, weil ich dann sehe, okay, da könnte eine Unterstützung sein. Ne? Wie macht man das? Einfügen, auf Formen gehen, auf Rechteck gehen und dann kann man das Ganze sich einfach einzeichnen. Ne? Maus halten, rüberziehen, ist relativ einfach. Jetzt, wie kann ich das Ganze bearbeiten? Chartfunktionen, Objekte. Und jetzt sieht man hier, Rectangle, ja, ist dann das, was ich jetzt gerade eingefügt habe, das letzte quasi. Kann jetzt hier auf Bearbeiten klicken und jetzt könnte ich hier für diesen blauen Balken zum einen natürlich die Farbe ändern, Türkis ist eingestellt, aber die Parameter auch ändern, Zeit Start 6.4. 10 Uhr bis Zeitende 28.4. 1 Uhr. Und jetzt kann ich hier auch die Wertigkeiten ändern, wenn ich da meine, okay, der Unterstützung, die ist vielleicht nicht bei 72, sondern die geht bis zur 300 hoch. Ja, dann mache ich hier 10.300 und geht vielleicht, aber unten ist es eben nicht 240, sondern von mir aus 250. Dann kann ich das hier ändern und 25 gemacht, 50, ja, Moment, so, 12.250, genau so. Und die zeitliche Komponente haut von mir aus hin. Man kann das hier auch verändern, dass man von mir aus das nicht ganz so weit nach rechts zieht, sondern vielleicht nur bis zum 26.04. Und dann macht man auch auf OK. Und zack, verändert sich das A in der Länge und B in der Höhe, weil man einfach das jetzt gerade angepasst hat. Also man hat da die Möglichkeit, die Objekte, wie man sie auch immer einfügt, dann entsprechend zu bearbeiten. Weiteres Einfügen, was immer für den einen oder anderen interessant ist, sind Indikatoren. Ich würde hier mal auf den RSI eingehen wollen, weil der gerade ganz oben steht. Man kann sich hier natürlich durchscrollen, da gibt es alles Mögliche an Indikatoren. Soll jetzt auch nicht Thematik sein, welcher Indikator nur irgendwie Sinn macht oder nicht Sinn macht. Für mich machen die wenigsten Indikatoren Sinn für mein Trading. Aber wir können hier mal so ein RSI einfügen, einfach auf den Punkt einfügen, Indikatoren gehen, die Maus über dieses RS, also Relative Strange Index, drüber halten und links klicken, kommt nochmal ein Fenster für die Periode, dann eben auch farblich, Stärke der Linie und so weiter, auf OK klicken und zack, ist jetzt hier unten dieser RSI drin als Indikator. Ich kann jetzt hier die Höhe verschieben, wie ich auch immer das möchte, ne, für beide Indikatoren und dann habe ich jetzt, kann ich das Chartfenster mir zuballern, ich könnte hier noch einen dritten hinzufügen und einen vierten hinzufügen. Und Moving Average hinzufügen, Chartfunktionen, Indikatoren, nee, Moment, das war jetzt die Bearbeitung, sondern einfügen, Indikatoren und dann kann man hier Tendenz, Moment, muss ich, ne, Tendenz, Moving Average zum Beispiel, ist ein gleitender Durchschnitt, das, was man im Chart sieht, kann man sich in 200er zum Beispiel anzeigen lassen, okay, und zack, habe ich so einen gleitenden Durchschnitt im Chart drin. Und so kann ich mir quasi mein Bild, also meine Chart-Einstellung, so wie ich sie gerne immer hätte, kann ich mir sukzessive zurechtpacken. Ne? Kann eben Indikatoren hinzufügen, kann Indikatoren bearbeiten. Wie bearbeite ich das? Ähnlich wie mit den Objekten, Chartfunktionen, Indikatoren. Jetzt sehe ich hier diesen Relative Strange Index, raufklicken, editieren und jetzt kann ich hier wiederum sagen, okay, ich möchte nicht Periode 14, sondern Periode 20 haben, warum auch immer. Und ich könnte jetzt sagen, ich möchte das Ding nicht in Blau haben, sondern, oder doch in Blau, aber dunkler. Und ich könnte jetzt hier noch die, ob es gestrichelt ist oder nicht gestrichelt, beziehungsweise was ich dann manchmal mache, dass man einfach den Strich ein bisschen dicker macht, ja, könnte hier die Stärke des Strichs einstellen, auf OK bestätigen, dann hier schließen. Jetzt sehen wir, dass jetzt zum einen die Periode sich geändert hat und eben der Strich auch ein bisschen dicker ist. Ja. Könnte jetzt hier auch, und das wäre das Nächste, dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt Indikatoren, weiß, wie ich die bearbeiten kann, einfügen kann, ich habe gleitende Durchschnitte, weiß auch, wie ich es bearbeite, ich habe Objekte, ich weiß auch, wie ich es bearbeite. Und man hat jetzt noch die Möglichkeit, zusätzlich zu zeichnen, was ich auch ganz gerne mache, wieder auf Einfügen, auf Linien gehen. Und jetzt hat man hier die Möglichkeit, vertikale Linien, horizontale Linien und Trendlinien einzufügen. Das allerdings geht auch etwas einfacher. Und zwar haben wir hier oben, seht ihr, ne, vertikale Linien, horizontale Linien, Trendlinien. Gleiches gilt für Fibonacci und Texte und was auch immer. Man kann auch diese Formen Rechteck zeichnen, kann man auch hier, hat man so eine Hotkeys, wie man so schön sagt, die man hier auswählen kann. Was ich ganz gerne mache, ist zum Beispiel solche Trendlinien sich zu nehmen und jetzt eben habe ich da auf Trendlinien hier auf diesen Punkt, eine schräge Linie draufgeklickt. Jetzt nehme ich die Maus, fahre erstmal ohne was zu klicken hier hin,
Klicke jetzt die linke Maustaste, halte die gedrückt, ziehe jetzt die Maus nach links und nach oben, nach unten. Jetzt habe ich hier irgendwo ein Ende, ne? Und jetzt sage ich, okay, ich möchte hier so eine Trendlinie, die soll genau so aussehen. Zack, fertig und lass dann die Maus los. Und jetzt habe ich mir auch nochmal eine Trendlinie eingezeichnet. Wie kann ich die wiederum bearbeiten? Das ist ein bisschen tricky. Ich könnte natürlich zum einen auf wiederum auch hier Sharp-Funktionen, Objekte gehen, Objekte, Trendlinie, daran klicken, raufklicken, bearbeiten. Und jetzt gibt es einen sehr wichtigen Punkt. Ihr habt gerade gesehen, dass meine Trendlinie rechts oder links aufhört. Normalerweise ist das von vornherein so eingestellt, dass Trendlinien endlos sind. Bedeutet, dass die nach links und rechts weggehen. Ja, dass die quasi endlos nach links und rechts laufen, was ich blöd finde. Ne? Ich möchte, dass die aufhören, da wo ich sie starte, der Anfang ist, und da wo ich mit der Maus bestimme, okay, da soll das Ende sein, so soll das sein. Jetzt gibt es hier, oft ist dann eben hier das Häkchen endlos Linie zeichnen. Da ist ein Häkchen drin. Ne? Wenn ich das jetzt bestätige, zack, ist das Ding quasi zumindest nach rechts endlos. Ne? Gehe ich wieder auf Bearbeiten und nehme dieses Häkchen raus und dann ist quasi ja die Linie nicht endlos, sondern so, wie ich es gerne haben möchte. Das ist immer noch so ein wichtiger Punkt. So, ich lese mal ganz kurz. Hier schreibt Reza jetzt gerade MT5 downgeloadet und auch eigentlich freigeschaltet für Aktien. Allerdings findet man die nicht. Okay, können wir gleich mal gucken. Vielleicht ist es auch notfalls beim Support nochmal nachfragen, ob es da irgendwo vielleicht doch bezüglich der Freischaltung etwas gibt. Ansonsten können wir da gleich nochmal drauf eingehen. Das ist jetzt Sharp-Einstellung. Ich denke, das ist jetzt jedem klar. Zeitwechsel ist jedem klar. Und was jetzt noch wichtig ist, wenn ich jetzt so gerne immer meine Charts darstellen möchte, jetzt nicht mit den Trendlinien und auch nicht mit den Objekten, weil das ist ja chartabhängig. Also diese Objekte und Trendlinien, die sind natürlich, die funktionieren ja jetzt nur, wenn ich sie im DAX darstelle. Wenn ich jetzt die Trendlinie von dem Punkt irgendwie mir im Dow Jones anzeigen lasse, naja, dann ist dann, wo wir das letzte Mal im Dow Jones bei 10.000 waren, das ist ein paar Tage her, da macht das natürlich keinen Sinn. Aber farbliche Einstellungen, Indikatoren, wie unten die beiden, ATR und RSI und eben die Trendlinie, das würde jetzt abgespeichert werden. Und zwar macht man das, indem man auch wieder die rechte Maustaste klickt. Moment, das habe ich aus Versehen einen Order reingelegt, das wollte ich jetzt nicht. Rechte Maustaste. Dann auf den Punkt Vorlagen, ja, Vorlage speichern, raufklicken. So, und jetzt gibt man einfach diesem Kind einen Namen, weiß ich, einfach Heinz oder weiß ich, also wie man es auch immer nennen möchte. Ne? Ihr seht, ich habe JFD-Test, JFD-Grundlayout, mega cool blue, also wie auch immer man das dann immer nennen möchte. Und dann geht man auf Speichern. Das mache ich jetzt nicht. Weil sonst hätte ich bei jedem Webinar, hätte ich hier irgendwann 20.000 Templates mir gespeichert. Man geht auf Speichern, dann ist das okay, dann ist das gespeichert. Und jetzt, wenn ich einen neuen Chart habe, rechte Maustaste, Vorlage, Vorlage laden. Jetzt kommt wieder dieses Fenster. Nur, dass ich jetzt im Prinzip meinen Heinz oder was auch immer raussuche, darauf klicke. Wir können jetzt mal mega cool blue nehmen und jetzt auf Öffnen gehe. Ja, dann habe ich dieses, was ich vorhin sagte, mit diesem Dunkelblau. Und dann ist das vorher abgespeichert unter, in dem Fall, mega cool blue. Ja, und so habe ich das unter der Vorlage abgespeichert. Kann man wieder Vorlage quasi laden machen. Jetzt haben wir das eben nicht abgespeichert, aber ich habe hier mal so ein JFD-Test-Layout irgendwann gemacht. Ne? Laden, und das ist zum Beispiel wieder ATR mit Volumen. Und hier waren die Kerzen dann als Beispiel mal grün und rot. Ja? Also das dazu. Kommen wir nochmal zu dem Punkt Marktübersicht. Hier gibt es ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Geht mal hier rechte Maustaste. Das ist manchmal schon die Lösung. Und hier auf den Punkt Alle Anzeigen. Ja, wenn man auf den Punkt Alle Anzeigen geht, dann ist es manchmal so, dass einiges im Hintergrund versteckt ist und quasi nicht alles angezeigt wird in dieser ganzen langen, großen Liste, die man hier so hat. Ja? Zweiter Punkt ist, dass es manchmal nicht angezeigt wird, einfach mal auf die rechte Maustaste gehen und sich dann hier und auf den Punkt Symbole gehen, und dann kann man hier entsprechend sich noch weitere Aktien etc. raussuchen, ja, und dann darauf klicken und dann wiederum auf, Moment, gucken, ob wir das hier größer kriegen. Nee, sieht man nicht. Dann kann man das hier auf scharf schalten oder anzeigen gehen, ja, und dann zeigt es dann entsprechend die Aktien oder eben das dieses ganze Feld. Mal gucken, ob das auch geht. Krypto-Minis,
man die rechte Maustaste, auch auf Anzeigen gehen, und dann ist im Prinzip diese Sparte quasi dann auch freigeschaltet in dieser Anzeige. Dann muss man sich mal probieren, also auf den Punkt rechte Maustaste, Symbole, ja, dann kommt das und dann kann man das hier entsprechend dann auch freischalten, ne? So, aber so müsste es funktionieren. Aber das jetzt, ja, muss man sich einfach mal ausprobieren, wie das ist. So, das jetzt zu diesen Punkten. Weiterhin gibt es diverse Möglichkeiten, als Beispiel sich den Navigator anzeigen zu lassen. Das ist in MetaTrader 4 dieses gelbe Zeichen. Ne? Wenn man darauf klickt, kommt links wieder ein Fenster. Hier möchte ich nur kurz darauf eingehen. Man kann sich auch Indikatoren quasi extern besorgen. Als Beispiel, was bedeutet MT4 Plus? Also wahrscheinlich geht es hier um das Plus. Das bedeutet, dass es eben zusätzliche Möglichkeiten zum früheren MT4 gibt. Aber es hat eigentlich keine Aussagekraft mehr. Ne? MT4, MT5, für mich ist MT4, ob da nun Plus steht oder nicht, ist jetzt sei es erstmal dahingestellt. Ich meine, dass dieses Plus dafür steht, dass es noch weitere Möglichkeiten bezüglich der Add-ons gibt. So, und da kommen wir schon eben zu diesem wichtigen Punkt, der jetzt aktuell hier auch eine Relevanz hat, natürlich in diesem Webinar. Dafür gehen wir nochmal ganz kurz auf die Website, gehen auf dieses Konto eröffnen und gehen jetzt hier nochmal einen Schritt zurück. Weil wir starten nochmal von vorne, gehen auf Trading, gehen auf MetaTrader 4 Plus. Ja, und dann warten kurz, dass das lädt. Und gehen jetzt nochmals ein kleines Stück nach unten. Und das muss ich selbst erstmal kurz gucken. Genau, hier. Wenn man weiter nach unten scrollt, kommen hier alle Desktop-Add-ons auf einen Blick. Da mal raufklicken. Warten, warten, warten. Wieder nach unten scrollen. Und jetzt kann man hier MT4-Add-ons kostenlos herunterladen. Ne? Ist auch selbsterklärend, auch der Prozess, wie das dann funktioniert, habe ich auch schon mal in einem Video, was gesondert auf YouTube hochgeladen ist, erklärt. Einfach da mal in dieser MetaTrader-Playlist suchen, da ist das erklärt, wie man diese Add-ons quasi herunterlädt. Das sind dann im Endeffekt in diesem Navigator, ne, da gibt es dann oben diese Indikatoren, da gibt es dann auch Experten, da gibt es verschiedene Dinge. Experten sind Add-ons, beziehungsweise auch bei den Indikatoren, alles was JFD ist, ist entweder teils schon installiert, schon vorher, oder kommt hinzu, wenn man diese Add-ons installiert. Und jetzt kann man hier verschiedenste Indikatoren nochmal hereinziehen. Man kann eine Order-Historie hereinziehen. Man kann als Beispiel auch sich dann die Add-ons hereinziehen. Als Beispiel, das können wir jetzt mal kurz zeigen. Ich will auf die Add-ons heute gar nicht so extremst eingehen, sondern wir können mal die Korrelationsmatrix hereinziehen. JFD-Korrelationsmatrix, eine Darstellung, die ich sehr häufig nutze. Wie habe ich das jetzt gemacht? Einfach hier linke Maustaste raufklicken, nach rechts in den Chart ziehen, loslassen, dann kommt wieder dieses Fenster, das bestätigt man mit OK. Und jetzt kommt die Korrelationsmatrix. Das ist eine Matrix, die da Korrelationen zeigt. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, was das genau ist. Eines ist nur hier an der Stelle, ihr seht jetzt, bei mir ist das sehr klein. Das liegt daran, dass meine Auflösung vom Bildschirm meines Computers sehr hoch ist. Dafür diese Taste STRG auf der Tastatur drücken, gedrückt halten und das Mausrädchen drehen. Dann vergrößert man das sozusagen. Ja, und jetzt hat man die Korrelationsmatrix. Da kann man jetzt, wie gesagt, das ist ja jetzt, ja, wie macht man es nicht, wofür, also nicht, wie wertet man es aus? Das ist jetzt nicht die Thematik des Webinars, aber hier kann man jetzt Korrelationen zwischen verschiedenen Märkten quasi sich anschauen und kann daraus gewisse Schlussfolgerungen ziehen, beziehungsweise das für diverse Analysemöglichkeiten von Märkten schlussendlich nutzen. Ne? Sehr, sehr wichtiger Punkt an der Stelle nochmal erwähnt. Aber wie schließt man das dann wieder oben einfach aufs Kreuz, ne, wie man das so mit Fenstern kennt? Und dann geht's weiter. Das zu dem Punkt Navigator. Dann habt ihr weitere Möglichkeiten. Dafür gehen wir mal jetzt auf den MetaTrader 5, denn auf den wollte ich auch ein wenig eingehen. JFD MetaTrader 5 ist bei mir jetzt noch nicht geöffnet. Doppelklick einfach auf dieses Icon herauf. Und dann warten wir mal kurz, dass sich der MetaTrader 5 öffnet. Und da werden wir jetzt schon gleich sehen. Wir sind jetzt schon über eine halbe Stunde dabei. Wenn noch weitere Fragen ist oder Fragen habt, einfach natürlich jederzeit hier nennen. Jetzt öffnet sich hier bei mir der MetaTrader 5. Und ihr seht erstmal, oh, mega cool blue, wie wir es eben hatten, haben wir jetzt hier auch von den farblichen Darstellungen. Wir sehen jetzt hier aktuell den Dow Jones im 1-Minuten-Chart. Habe jetzt hier oben genau die Punkte, Datei, Ansicht, Einfügen, Chartfunktion, Extras, Fenster, Hilfe, wie wir es eben auch hatten. Das mit den Zeiteinheiten haben wir hier
Also alles ähnlich, wie wir das eben im MetaTrader 5, MetaTrader 4 gesehen haben. Ne? Hier mal als Beispiel das mit den Zeiteinheiten. Hier oben, das sieht genauso aus wie im MetaTrader 4. Rechte Maustaste. Jetzt muss ich selbst erstmal gucken. Zeitrahmen. Und jetzt seht ihr hier, dass ihr 1, 5, 15, 5, 30, das war im MetaTrader 4 auch so. Und wenn man dann auf den Punkt Minuten geht, kann man hier jetzt noch das Chart in 2, 3, 4, 6, 10, 12 oder 20 Minuten darstellen. Ja? Gleiches gilt für Stunde. Ne? Normalerweise nur eine Stunde oder 4 Stunden. Hier hat man nochmal die Möglichkeit, 2, 3, 6, 8 oder 12 Stunden sich den Chart darzustellen. Wie gesagt, für mich eigentlich nicht wichtig. Für den einen oder anderen ist es vielleicht wichtig und so hat man hier die Möglichkeit, das Ganze etwas ausführlicher zu machen. Gleiches gilt für die Vorlagen, wie ich es erklärt habe, für diese Eigenschaften, für die Chart-Eigenschaften. Ne? Das sieht ein bisschen hübscher aus. Entschuldigt, Frosch im Hals. Moment, ich muss mal einen ganz kleinen Schluck trinken. Also, das ist alles genau das Gleiche. Ne? Farbliche Einstellungen, das mit den Vorlagen speichern. Einfügen, Indikatoren, Objekte, Experten, Skripte. Das ist hier das genau das Gleiche. Es schlüsselt sich ein wenig anders auf, aber grundsätzlich ist das genau das Gleiche. Chartfunktionen, um dann eben im Endeffekt Indikatoren zu bearbeiten, Objekte zu bearbeiten. Warum kann ich jetzt hier nicht auf den Punkt Indikatoren gehen? Weil ich schlichtweg keinen eingestellt habe. Ja? Wenn ich jetzt auf Einfügen gehe, Indikatoren und jetzt hier einfach mal irgendwie. Mal gucken, einen, den ich kenne, bevor ich jetzt hier wieder in Straucheln gerate, so einfach ein Moving Average mal einfüge, ne, 40er in Blau, zack. Ne, und wenn ich jetzt auf Chartfunktion gehe, dann ist auch dieses nicht mehr grau hinterlegt, weil ich jetzt einfach einen Indikator drin habe. Moving Average, ne, raufklicken, Eigenschaften, kann ich das Ding bearbeiten oder ich lösche ihn. So löscht man übrigens auch Indikatoren. Raufklicken, auf Löschen gehen und dann ist das Ding auch wieder aus dem Chart raus. Ne. So, gibt es eine Möglichkeit, alle offenen Orders sofort zu schließen? Die gibt es allerdings, und das nutze ich als Beispiel nicht. Ich persönlich mache es ja oder halte ja alles immer so einfach wie möglich. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich grundsätzlich gar nicht so viele Orders gleichzeitig habe. Aber man hat natürlich die Möglichkeit, Orders Moment, gleichzeitig zu schließen. Allerdings müsste man sich dafür, müssen wir mal gucken, ob das im MetaTrader 5, ne, testen wir mal jetzt, gemeinsam Ansicht, Navigator. Jetzt muss ich nur mal schauen, ich glaube, hier habe ich die Add-ons noch nicht drin. Ich selber, nee, müssen wir doch auf den MT4 gehen. Es gibt verschiedene Add-ons. Da komme ich auch, muss ich zugeben, immer so ein wenig ins Straucheln. Da ist der MT4, weil ich es selbst nicht nutze. Navigator, und das müssen wir mal gucken, geht das mit dem Mini-Terminal oder mit dem Trade-Terminal? Ich meine, mit dem Trade-Terminal geht das. Machen wir mal das Trade-Terminal. Das macht dann natürlich jetzt doch das Trade-Terminal. Mal kurz gucken. Problem ist auch bei mir immer, dass der durch diese andere grafische Auflösung, da müsste ich mal wirklich das Ganze mit einem anderen Rechner angucken. Schaut euch mal das Trade-Terminal an als Add-on. Oder aber, entweder ist es der Trade-Terminal. Ich glaube, im Mini-Terminal ist das ist ja nur das Order-Ding, das kleine. Ja, nee, da funktioniert das, glaube ich, das ist dieses Trade-Terminal hier, das ist im Prinzip die erweiterte Funktion. Da kommen wir gleich nochmal zu, wenn man dann eben wie man Orders eingibt. Aber das ist jetzt hier quasi das Mini-Terminal. Hier kann ich dann Orders eingeben, beziehungsweise sehr, sehr schnell handeln. Aber schaut euch mal eben was habe ich gerade gesagt, das Trade-Terminal an. Ich glaube, da sollte das gehen. Ansonsten kann ich mir das auch gleich nochmal aufschreiben und dann mal in Erfahrung bringen, alle Orders. Das gleichzeitig. So, alle Orders gleichzeitig. Schließen, habe ich mir mal aufgeschrieben. Ich glaube, Karin, du bist, glaube ich, auch im Live-Trading-Room des Öfteren dabei. Dann einfach da nochmal die Frage stellen, können wir das nochmal besprechen. Gut, also das jetzt erstmal dazu. Gehen wir zurück zum MT5, um dort nochmal weiter zu bestimmte Dinge zu besprechen. Hier geht es jetzt weiter mit dem Punkt Einfügen, in die Ansicht, dann Terminal. Wenn man das Terminal öffnet, hat man hier unten quasi, da fangen wir mal damit an, da öffnet sich unten ein Fenster. Und hier hat man auch wieder verschiedene Reiter. Handel, Belastung, Kontohistorie, Nachrichten, Posteingang, Kalender, Community, Markt, Alarme und so weiter und so weiter. Die ersten sind die wichtigsten
Alles, was nach hinten kommt, ist auch nicht unwichtig, aber Blau brauche ich für mich persönlich auch so gut wie nicht. Was natürlich wichtig ist, ist immer natürlich der Kontostand. Und das zeigen wir jetzt an der Stelle, oder das möchte ich an der Stelle mal kurz zeigen. Wir haben jetzt hier, wir machen jetzt mal willkürlich einen Trade. Ne? Wir kaufen jetzt mal den Dow Jones. Und dann seht ihr, jetzt habe ich gerade Market mit dem Punkt Buy, das geht relativ zügig, sechs CFDs im Dow Jones gekauft. Und ihr seht jetzt hier hinten, dass diese, also ihr seht erstmal, dass ich hier eine offene Position habe. Hier seht ihr rechts durch die sechs CFDs bewegt sich das relativ zügig nach oben oder nach unten. Ne? Ich mal ruckzuck 40, 50 ist ja da nichts, was das Ding dann eben mal kurz im Minus ist. Ja? Und ihr habt jetzt die Informationen zu offenen Trades. Ne? Wir könnten jetzt gleichzeitig quasi auch noch einen Short Trade eröffnen. Ja, jetzt haben wir einen Long und einen Short Trade. Macht keinen Sinn vom Trading, weil diese beiden Trades matchen sich jetzt. Ja. Aber ich habe jetzt zwei Trades. Jetzt könnte man auch noch im Euro, US-Dollar, im DAX und wo auch immer Trades aufmachen und dann würde natürlich diese Liste hier immer größer werden. Kann man auch größer ziehen. Ne? Einfach mit der Maus hier auf diesen Button, da merkt man, da ändert sich die Maus, ne, raufgehen, dann kann man das Ganze von oben nach unten immer größer, ja, oder entsprechend kleiner ziehen. Und wenn ich natürlich viele Orders aufhabe, muss ich es mir gegebenenfalls auch ein bisschen größer ziehen. Optisch nicht ganz so schön. Ich schließe jetzt mal eine Position wieder, guckt mal rechts, ne, auf das Kreuz klicken, zack. Jetzt habe ich die Position Short, also die Verkaufsposition, die habe ich jetzt gerade geschlossen. Einfach mit dem Klicken hier auf dieses Kreuz. So, also ich sehe hier die offenen Positionen mit entsprechenden Angaben, wann ich das gekauft habe, welcher Typ, Kauf, Buy, ne, Volumen, wie hoch, zu welchem Preis, ob ich einen Stop-Loss oder einen Take-Profit drin habe. Da kommen wir gleich zum entsprechenden Punkt. Stop-Loss. Für mich persönlich gilt es, dass ich immer, immer einen Stop-Loss setze bei Positionen. Das habe ich jetzt aktuell nicht. Deswegen klicke ich mal hier links oder auch unter SL auf diese 0,0 doppelt drauf. Ist egal, man kann in diese ganze Zeile doppelt klicken. Und jetzt komme ich hier zu einem nächsten Fenster. Hier steht Stop Loss und Take Profit, was jetzt für diese Order gilt. Und jetzt kann ich hier mal auf den Pfeil nach oben klicken und ändere jetzt in diesem Feld einfach mal das Ganze auf, wir sind long, also müssen den Stop ja drunter setzen, auf 700. Ne? Und jetzt gehe ich hier auf Ändern, zack, und jetzt habe ich diese rote Linie, das ist jetzt mein Stop-Loss für diese Position. Die habe ich jetzt willkürlich gewählt, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich möchte die charttechnisch eigentlich lieber als Beispiel nicht da haben, wo sie ist, sondern ich möchte sie hier unter dieses Tief packen, ja, dann nehme ich einfach, gehe ich mit der Maus auf diese Linie, seht ihr, da kommt rechts so ein kleines zusätzliches Pfeilchen, halte die linke Maustaste gedrückt und kann jetzt diese Order verschieben. Wo immer ich das hin möchte. Ich kann sie hier hinpacken, weil ich links da auch so ein paar Tiefs sehe. Lasse die Taste los, zack, kommt nochmal so ein Geräusch und dann bestätigt sich im Endeffekt, dass ich jetzt den Stop verschoben habe. Wenn ich sage, ach, ist mir doch zu weit, will ihn lieber hier hin haben, ja, oder weiß ich, von mir aus ganz nah an den Markt dran, ne, dann kann ich das Ding verschieben. Allerdings natürlich bei einer Kauforder nur unterhalb des Kurses, weil ein Stop-Loss kann man halt nur als Verlustbegrenzung unterhalb des Marktes packen. Ne? Ich kann auch, wenn ich von vornherein, ne, wenn ich jetzt als Beispiel sage, ich möchte, wir schließen jetzt mal, oder nee, das lassen wir mal laufen, ich möchte jetzt noch zusätzlich, auf welchen Gründen auch immer, ja, das macht jetzt vielleicht vom Handeln keinen Sinn, ich möchte jetzt irgendwie irgendwie kaufen, in dem Bereich. Wenn der Markt quasi jetzt nach unten kommt und dann gehe ich irgendwie aus welchen Gründen auch immer davon aus, dass der Markt vielleicht hier abprallt in dieser Area, also quasi der Markt wieder nach oben läuft, möchte ich jetzt schon hier unten, ich mache das orange, genau an der Stelle, wo ich das möchte, möchte hier eine Kauforder platzieren, wo dann ein kleiner Stop vielleicht unter diesen Tiefs hier liegt. Das ist jetzt der Gedanke, den ich umsetzen möchte. Also ich möchte Kreis, hier eine Order platzieren zum Kauf und möchte unten lange orangene Linie entsprechend dann meinen Stop setzen. Das ist jetzt das Ziel. Jetzt gehe ich mit der Maus quasi, weil jetzt der Kauf, der soll ja hier unter diesen Tiefs irgendwie stattfinden, gehe ich mit der Maus einfach dahin, rechte Maustaste, Buy Limit und jetzt steht hier exakt der Kurs da, wo eben meine Maus war. Bestätige das, zack, liegt hier ein Kauflimit. So, jetzt nehmen wir erstmal hier die Order wieder raus und jetzt liegt hier ein Kauflimit. Ne? Und jetzt brauche ich ja den Stop dazu, noch wieder Doppelklick auf dieses Kauflimit drauf. Jetzt hier wieder den Stop, im Endeffekt, ne, steht wieder was von Stop-Loss. Mache ich erstmal eine 4, ne? 400 statt 582 ändern. Jetzt liegt der dort und jetzt packe ich mir den immer so ein. Ne? Ich mache das immer so, ich schreibe da irgendeine Zahl rein, die weit weg genug ist von meiner Order. Dann liegt diese Order dann quasi im Markt drin und dann passe ich sie an. Ne? Es gibt theoretisch einfachere Möglichkeiten, aber ich versuche es immer so einfach wie möglich zu halten und dadurch, dass ich am Tag nur fünf, vielleicht wenn es mal hochkommt, 10 Trades mache, kann ich ruhig einen kleinen Step mehr machen, aber weiß,
So funktioniert es am einfachsten und man macht nicht irgendwelche Fehler. Ich bin das so gewohnt, ich mache das so. Und was jetzt der Fall ist, ich habe jetzt hier unten eine Kauforder drin. Bedeutet, wenn der Markt jetzt fällt, ja, also wenn der Markt jetzt quasi hinten, würde er dann automatisch in diesem Bereich kaufen, vorausgesetzt, der Markt hat offen. Wenn der Markt dann steigt, würde man davon partizipieren. Und wenn er eben nicht steigt, kann er hier, dann läuft er in den Stop und dann hat man hier eben einen kleinen Verlust realisiert. Ne? Das ist so der Gedanke jetzt eines solchen Trades. Da der jetzt noch nicht ausgeführt ist und der Markt ja erstmal dahin fallen muss, und ich bekomme jetzt zum einen natürlich die Überlegung, ach komm, die Order gefällt mir doch nicht, ne? Möchte ich löschen. Dann gehe ich auf die blaue Linie und zwar das Limit, rechte Maustaste, und dann kann ich das Ganze löschen. Jetzt, wenn ich hier auf Löschen klicke, würde sich gleichzeitig die rote Linie mitlöschen, weil die ja zu diesem Trade gehört, der Stop zu diesem Trade. Und wenn ich den Trade lösche, dann löscht sich natürlich automatisch der Stop auch mit. Wenn ich allerdings nur den Stop löschen möchte, dann muss ich auch auf den Stop gehen. Rechte Maustaste, und dann steht dort Stop löschen. Jetzt könnte ich den Stop löschen oder den Stop ändern oder was auch immer. Ne? Also, das sind die Möglichkeiten, die ich erstmal habe zum Löschen. Ich könnte jetzt auch sagen, okay, ich möchte die Order vielleicht doch nicht ganz da unten haben, sondern ein Stück weit höher. Ich möchte sagen, okay, das ist mir vielleicht da unten doch ein bisschen zu weit zum Kaufen. Vielleicht fällt der gar nicht so weit. Vielleicht fällt er nur in diese Area hier. Also ein Stückchen weiter höher. Und jetzt kann ich natürlich diese Order verschieben, da sie noch nicht ausgeführt ist. Auch wieder raufgehen mit der Maus, dass dieses kommt. Jetzt seht ihr, jetzt verschiebt sich die Order und gleichzeitig der dazugehörige Stop in dem Abstand, wie ich ihn vorher festgestellt oder festgelegt habe. Lass die Maus wieder los und jetzt liegt die Order inklusive des Stops ein Stück weit drüber. Jetzt sage ich mir, ach naja, das Risiko ist mir auch zu groß. Ich packe den Stop dann eben unter dieses Tief, packe den Stop wieder, also passe den Stop an. Ne? Also ich kann das Ganze verschieben. Und vor allem, was eben schlussendlich auch wichtig ist, ich kann jetzt wieder noch zusätzlich Doppelklick auf die Order, kommt wieder dieses Fenster. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit des Take Profits. Nutze ich extremst selten, aber man kann es natürlich machen, wenn man das da möchte. Take Profit, auch wieder auf den Pfeil nach oben klicken, dann kommt hier eine Zahl, meistens der aktuelle Kursbereich oder in dem Fall ist es der Kaufkursbereich. Und sage jetzt hier, okay, ich möchte dann später, wenn die Order ausgeführt wird, weiß ich, 200 Punkte höher, 832, möchte ich einen Take Profit reinpacken. Gehe auf Ändern und es liegt hier oben ein Take Profit drin. Was bedeutet das jetzt, wenn quasi erst wenn die Order ausgeführt wird? Ja, vorher ist oben hat das nichts zu sagen. Das ist keine Order. Da passiert nichts. Wenn der Markt jetzt nach oben geht, passiert mit dem Take Profit, der jetzt zu dieser Order hier gehört, da passiert gar nichts damit. Es passiert quasi damit erst was, wenn der Markt jetzt quasi fällt und zwar bis zu meiner Order fällt. Ja, diese Order ausgeführt wird, dann steht ja nicht mehr bei Limit, sondern bei, ne, eine scharfe Order, ein scharfer, ne, wir sehen das dann auch hier unten in unseren Order. Aktuell sehe ich, dass das eben noch keine gefüllte Order ist, weil es noch hier bei Limit steht. Und wenn die dann ausgeführt ist, dann kann ich sie natürlich auch theoretisch dann nicht mehr verändern. Ne? Also der Markt muss hierher fallen, dann wird diese Order ausgeführt. Entweder fällt er weiter, ich werde ausgestoppt, oder er fängt irgendwie an zu steigen. Und dann eben läuft der Markt hierher und dann würde ich hier mit dem Take Profit ausgelöst werden. Also er schließt dann entweder hier die Position mit dem Stop oder hier die Position mit dem Take Profit. Was ich dann immer mache während des Trades, wenn der Trade anfängt für mich zu laufen, das ist ja auch eine sehr, sehr interessante Sache und das ist einer der Riesenvorteile, die man natürlich auch durch den MetaTrader hat. Wenn der Markt dann anfängt, ich werde hier ausgeführt und der Markt fängt an zu laufen, dann nehme ich mit der linken Maustaste diesen Stop, schieb den auf bestimmte Level im Chart, ja, dann liegt er dann auf diesem Niveau. Wenn der Markt noch weiter steigt, ziehe ich den Stop noch ein Stück nach. Man nennt das Trailing Stop. Man kann den Trailing Stop auch automatisieren. Dann zieht er sich immer automatisch so und so viele Punkte vom aktuellen Kurs weit weg entfernt nach. Ist nicht so meins, kann man aber machen und das zeige ich auch gleich nochmal, dass ich dann, wenn ich ausgeführt werde, der Markt steigt 30 Punkte, dann würde sich Punkt für Punkt dieser Stop 30 Punkte mit nach oben bewegen. Und irgendwann liegt der natürlich dann auf dem Break-Even-Punkt, dann liegt der manchmal dann eben noch höher und zieht sich automatisch immer eine feste Größe unter dem letzten Hoch dann in diesem Trade quasi mit nach oben. Wie stelle ich das wiederum ein? Ich gehe hier auch auf Doppelklick auf diese Order rauf, Doppelklick und habe dann hier, Moment, nee, das kann ich sogar erst einstellen, wenn ich es jetzt richtig sehe. Moment, da muss ich selbst erst mal gucken. Ihr merkt, das sind immer die Dinge, die ich selbst nicht nutze.
Nee, das geht dann wirklich, wirklich erst, wenn die Order scheinbar aktiv ist, dass ich dann, oder kann ich den Stop so bearbeiten? Ihr merkt, da bin ich natürlich Stop ändern. Also ich kann dann einstellen Trailing Stop, ja, das steht dann dort und dann kann ich entsprechend den Stop so versehen und das ist genau das, was man in der Demo-Variante dann auch mal testen muss, um zu schauen, okay, wie funktioniert das? Ich nutze das so nicht, ich ziehe meine Stops händisch nach, aber das wäre eine Variante, das eben so zu tätigen, wenn das denn eben, wenn dann eben so eine Order aktiv ist. So, jetzt lese ich nochmal kurz die Frage. Ich muss mal kurz lesen, die Frage ist ein bisschen länger, ja. Ich bin nicht, der Ton ist nicht aus, Moment. Okay, genau, ich kann mir das schon vorstellen, was du meinst, Karin, an der Stelle. Ich werde das mal versuchen herauszubekommen, die Frage, ne? Ich habe mir das jetzt mal aufgeschrieben. Lass uns da auch gerne im Live-Trading-Room nochmal das ansprechen, dann bitte, ja? Okay, also hier geht es wirklich darum, wenn ich jetzt als Beispiel mehrere Positionen öffne. Ne? Ich könnte jetzt hier kaufen, 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 kaufen. Habe ich vier Positionen offen. Und die Frage ist jetzt, wir können mal gucken, aber ich glaube, das geht hier nicht. Moment. Nee, das geht hier nicht. Nee, das geht so einfach nicht. Also jetzt müsste ich natürlich alle Positionen zack, 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 zack in vier Schritten einzeln löschen. Ne? Karin ist neu, noch nicht im Trading Room. Komm gerne mal da rein. Ich zeige das auch gleich nochmal, wie man da hinkommt. Natürlich ähnlich, wie man jetzt in dieses Webinar gekommen ist. Und da hat man einfach die Möglichkeit jetzt nicht, weil dieses Webinar wird vielleicht wieder kommenden Monat zweimal stattfinden, aber wenn normalerweise machen wir es nur einmal zum Ende des Monats, dann wären es natürlich noch 4 Wochen bis dorthin. Somit hat man die tägliche Möglichkeit im Live-Trading-Room auch mit mir zu kommunizieren und dort schnell mal zu so einer Antwort zu kommen. Ja. Und was jetzt Karin meinte, ist, wie kann ich diese 4 Orders, die jetzt dort gerade auf waren, wie kann ich die gegebenenfalls, 4 Orders, zack, wie kann ich diese jetzt mit einem Klick gleichzeitig schließen. Ja, das war jetzt hier gerade die Frage. Ja, oder eben Teilschließungen machen oder sowas. Ne? So, Helmut sagt, aber Trailing Stop war sichtbar. Naja, da können wir jetzt gleich nochmal kurz drauf schauen. Ah, ach, hier, Trailing Stop. Genau, hier war das. Dass man jetzt hier entsprechend in den Punkten, aber das ist auch von Markt zu Markt unterschiedlich. 50 Punkte ist da nicht unbedingt immer 50 Punkte. Hier muss man sich wirklich mal ausprobieren. Einfach einen Markt nehmen, in dem ich es später auch machen möchte. Gebe dem Stop entsprechend dann 50 Punkte Abstand. Gucken, was jetzt hier passiert, wenn ich darauf klicke. Passiert erstmal noch gar nichts. Ja, aber da muss man das eben dann tätigen. Wie gesagt, ich muss mir das selbst mal anschauen. Entschuldigt bitte, dass ich da immer so ein bisschen hadere, aber ich nutze es halt selbst nicht. Ne? Kann hier das auch verstellen. Schaut euch das an. Das Prinzip des Trailing Stops ist, denke ich, klar. Das habe ich erklärt, wie man das ausprobieren kann. So, und jetzt schauen wir mal. Vielleicht fällt jetzt hier der Markt auch ein wenig und dann kann man jetzt hier versuchen. Ne? Das können wir ja mal machen, aus Spaß an der Freude, wie man dann, ja, so trade ich natürlich nicht, aber wenn ich jetzt sage, okay, 4 Orders und ich möchte jetzt für jede Order anfangen, eben einen Stop zu setzen, dann setze ich dann eben entsprechend einen Stop vielleicht auf 57, ne, relativ eng. Der liegt jetzt da. Den machen wir hier drüber. Dann die zweite Order, die soll von mir aus bei 800 oder sowas, ne, der Stop liegen. Ne, dann liegt der da. Und die dritte Position, ne, und die dritte Position, da soll von mir aus der Stop bei der 900 liegen. Ja, kann man ja zum Beispiel machen. Er macht jetzt vom Trading hier absolut keinen Sinn, jetzt irgendwie so wild hier rein oder rauszuspringen. Ne? Ich möchte nur zeigen, jetzt haben wir 3 Orders eröffnet. 3 haben jetzt quasi hier einen Stop versehen. Und wenn man jetzt mit der Maus auf diesen Stop raufgeht, Moment, so, ne, dann wird das Risiko für diese Position angezeigt. 82 Euro. Hier oben ist das Risiko 340 Euro. Jetzt sind wir da auch gerade ausgestoppt, ne? Der war ja relativ eng. Und hier oben ist jetzt quasi das Risiko 1000 Euro. Sehr, sehr viel. Vor allen Dingen für diesen Kontostand wäre es sehr, sehr viel. Ja, das hätte man jetzt hier. Und jetzt kann ich die auch wieder verschieben, wie ich es möchte, etc. pp. Gut. Gibt es erstmal Fragen? Ne?
Kann man für eine Position mehreres Doppellevel setzen, kommt als Frage. Nein, das geht so einfach nicht. Man muss dann, beziehungsweise mit den einfachen Hilfsmitteln geht es nicht. Ja, so dass man quasi ja, verschiedene Stops oder eben auch verschiedene Take-Profits vielleicht setzt. Dafür müsste man eben die Position in der Tat dritteln. Ja, wenn man drei Stop-Levels haben möchte, so wie ich es jetzt gerade gezeigt habe, oder eben sogar vier Positionen gleichzeitig eröffnen, das ist ein bisschen komplizierter. Da gibt es schon sicherlich Softwarelösungen, die da vielleicht ein bisschen intelligenter sind. Da ist auch so ein bisschen in meinen Augen so ein kleiner Nachteil im MetaTrader, aber die Softwarelösungen kosten dann Geld. Muss man sich mit beschäftigen, ob es einem wert ist, dann eben Geld zu bezahlen oder eben nicht. Klar, wenn man damit Geld verdient mit dem Trading und das auch professionell tätigen möchte, dann ist es dann eben wahrscheinlich auch nicht so schlimm, wenn man im Monat mal 3,50 € oder vielleicht ein bisschen mehr für so eine Softwarelösung bezahlt. Aber für den Anfang, und ich sage mir auch immer, man sollte traden lernen, genauso mit Auto wie Autofahren, eigentlich mit einem Auto, was gerade mal einen Gangknüppel hat, eine Kupplung, eine Bremse und ein Gas, ne, vielleicht noch Blinker und ein paar Lichter, aber so wenig wie möglich Helferlein. Denn nur so lernt man eigentlich richtig Autofahren. Die heutigen Autos haben alle so viel Elektronik, Intus, und ich habe als Beispiel für mich persönlich auch mehrere Oldtimer. Da ist nichts mit Elektronik. Da muss man einfach fahren können und man muss auch die Situationen entsprechend einschätzen können, weil wenn ich da bremse, gibt es kein ABS. Wenn ich da zu schnell eine Kurve fahre, gibt es kein ASR, was mich rettet. Wenn ich zu viel Gas gebe, gibt es kein AS. Also es gibt keine Helferlein. Ne? Und man sollte in meinen Augen auch bei einer Trading-Software das Erlernen des Handwerks mit einem Tool tun, was einem erstmal nicht irgendwie ständig irgendwo eine Vereinfachung ermöglicht. Denn es kann auch jederzeit sein, dass diese Vereinfachung mal ausfällt, dass die Vereinfachung vielleicht irgendeinen Fehler aufwirft. Es ist eine Technik, ja, es ist eine Software. Es kann immer irgendein Problem auftreten und wenn ich dann nicht gelernt habe, manuell bestimmte Dinge zu tätigen, dann kann ich es im Extremfall, wenn es irgendwie gerade um Geld dann auch geht, dann kann ich es dann auch nicht. Ne? Und von daher sollte man da wirklich arg aufpassen und sich mit der Thematik beschäftigen und lieber das Ganze händisch, manuell mit wenig Helferlein lernen. Und wenn ich dann Geld verdiene, kann man sich sukzessive das ein oder andere kleine Helferlein hinzunehmen, um dann eben sich vielleicht auch den einen oder anderen Schritt zu ersparen, oder eben vielleicht auch den einen oder anderen Kontrollmechanismus sich noch hinzuzuschalten, um eben nicht jeden kleinen Schritt händisch machen zu müssen, sondern dass man eben auch noch das ein oder andere Tool hat. Man kann sich Indikatoren und Handelshelferlein programmieren lassen, als eben, ja, da geht sehr, sehr viel. Auch mit dem MetaTrader kann man sehr, sehr viel darauf programmieren. Aber man sollte hier eben auch immer sich wirklich dessen bewusst sein, dass jedes Helferlein, das muss man verstehen und jedes Helferlein hilft einem auch nicht, besser zu traden, nur dass man im Endeffekt einfacher Auto fährt. Ja, und heutzutage Tesla fährt von alleine, aber wenn ich auf dem Tesla quasi mit Autopilot Auto fahren lerne, ja, dann kann ich zwar einen Tesla bedienen, aber ich kann nicht Auto fahren. Ne? Und so ist es im Endeffekt überspitzt mit so einer Software auch. Man sollte das immer erstmal einfach hinbekommen und auch von mir aus mit Teilschließungen hier muss ich halt dreimal das Kreuz klicken. Ja, oder fünfmal. Und wenn ich aber sage, naja, aber ich habe aber 30 Positionen offen, die ich schließen muss, dann sind 30 Positionen einfach zu viel. Ja, stellt sich sowieso die Frage, ob das dann eben noch Sinn macht oder nicht. Und wenn ich drei Positionen habe und habe jetzt keinen Button direkt zum Schließen, ja, nichts, nichts, ne? Karin, verstehe das nicht falsch. Und wenn mir das eben dann zu schnell ist oder zu langsam dauert, dann mache ich trotzdem irgendeinen Fehler, ne? Weil dann ist das Risiko zu groß oder was auch immer. Ja. Gut, das soll zu meiner Seite gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein wenig weiterhelfen, jetzt hier auch mit dem MetaTrader, mit diesem Webinar. Wie gesagt, die Aufzeichnung wird heute Abend noch auf YouTube hochgeladen, dauert ein paar Minuten. Das muss immer erst umgerechnet werden von der Software und dann muss es noch hochgeladen werden auf YouTube. Wird somit erst heute Abend der Fall sein. Ich wünsche euch Good Trades und Mega Trading, würde mich freuen. Das würde ich euch noch zeigen, wie das geht. Moment. Website jfdbank.com. Moment, hier. Dann gehen wir hier nochmal zurück. Und jetzt habt ihr oben, aber ich meine, grundsätzlich wisst ihr, wie ihr da hinkommt. Ihr seid ja auch alle in diesem Webinar jetzt drin. Live unter dem Punkt Research, Webinare und Events geht dann quasi kommt ihr zu dem Eventkalender. Und für Karin, die jetzt vielleicht auch neu mit dabei ist, Moment. Vielen Dank. Ich warte hier aufs Laden der Seite. Matthias schreibt, super Webinar, danke und schönen Abend. Wünsche Ihnen natürlich auch, bedanke mich für die Teilnahme. Ihr seid da jetzt auf diesem Eventkalender. Ihr seid jetzt gerade auf diesem Webinar JFD Multi-Asset Class MT4, MT5. Da seid ihr draufgegangen und habt euch angemeldet.
Gleich gilt, gleicher Herangehensweise für den Live-Trading-Room. Was passiert dort? Ich bin Trader seit über 20 Jahren. Ich trade dort oder gebe hier auf den Plattformen von JFD meine grundsätzlichen Gedanken zum Markt wieder, meine Analysen zu den Märkten wieder, grundsätzliche fundamentale Gedanken, all das, was mir gerade in den Kram kommt und vor allem, was ich sowieso Tag für Tag mache. Da ich trade, muss ich mich mit den Märkten beschäftigen. Und wie gesagt, meine Gedanken gebe ich auf den verschiedensten Formaten wieder. Und auch natürlich meine Erfahrungen bestmöglich. Und hier habt ihr eben dann entsprechend die Möglichkeit, euch dort entsprechend anzumelden. 10 Uhr Live Trading Room draufklicken und dann eben anmelden. Und dann besprechen wir Trades, die da live laufen, auf einem Live-Konto mit reellem Geld. Ich erkläre, wie ich das Risiko manage, wie ich eben Gewinne manage, wie ich Stops setze, warum ich die da setze, wie groß die Positionsgröße ist und so weiter. Also eigentlich alles, ne, relativ gläsern. Und gleiches gilt für den Andreas Bernstein, der dort zweimal durchschnittlich in der Woche auch mit dabei ist. Aktuell täglich von 10 bis 11 Uhr wirklich, dass ich oder der Andreas oder wir beide sprechen, kommunizieren miteinander, mit euch kommunizieren, mit den Teilnehmern kommunizieren, aber auch dann eben noch zu anderen Zeiten meine Wenigkeit alleine. Und aktuell, aufgrund der aktuell doch sehr volatilen Märkte, haben wir uns dazu entschlossen, diesen Live-Trading-Room dann auch noch laufen zu lassen nach der ersten Stunde. Ich mich dann ja immer mal wieder einschalte, wenn am Markt irgendwie doch noch was passiert oder wenn ich irgendeinen Trade mache, wenn irgendwelche Wirtschaftskennzahlen kommen, wenn Fragen auftreten von eurer Seite, schalte ich mich dann immer noch mal dazu, beantworte die Frage oder kommentiere irgendwas am Markt. Und meistens läuft das Ganze aktuell sogar dann bis 14 Uhr, heute bis 14:30 Uhr. Da kamen auch nochmal Zahlen raus, dann haben wir Schluss gemacht, weil dann kam 14:45 Uhr ja dann auch schon wieder der YouTube-Livestream US Opening Bell, wo ich ja dann immer meine Gedanken zur US-Markteröffnung kundtue. Und heute Morgen als Beispiel, also heute war wieder so ein Volltreffertag für die ganzen Tage und Analysen. Wir hatten heute Morgen, im Gegensatz zu dem, was wir jetzt hier gerade machen, ne, testweise schließe ich jetzt auch wieder, hatten wir für den heutigen Tag am Nachmittag die US-Märkte long eingeschätzt. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, Mensch, das Ding geht doch hier gerade abwärts. Nein, wir sind heute nach der US-Markteröffnung sehr, sehr stark gestiegen. Und das war auch mein Gedanke. Ne, wir haben sogar meinen Zielbereich ganz locker überschossen sozusagen. Ich hatte hier im Bereich um die Marke 800 so mein Zielbereich. Wir sind schlussendlich sogar noch ein Stück weit rüber gelaufen, wenn man sich das wieder an meinem MT4-Chart anschaut. Und da müssen wir mal kurz nach drüben gehen. Nach drüben gehen, ja. Also nach links klicken. So, ne. Mein Zielbereich, nein, der war gar nicht im 800er-Bereich. Dieser blaue Balken war mein Zielbereich, 750. Wir sind sogar über den Zielbereich drüber hinweggegangen. Und die Analyse, die hat hier unten stattgefunden. In dem Bereich, da haben wir noch nicht mal gestartet gehabt mit der US-Markteröffnung. Gedanke war, dass wir durchaus realistisch bis in diesen Bereich laufen können, wo wir jetzt hier aktuell eben auch mehr oder weniger hängen. Ja. Gleiches galt heute Morgen 9:30 Uhr fürs Devisenradar. Das hält eigentlich der Christian Kämmerer. Auch hier hatten wir eine Long-Überlegung heute Morgen kreiert als Setup mit dem Gedanken, dass wir hier diesen Kanal oben durchstoßen. Auch sehr, sehr interessant gewesen für den heutigen Tag. Gestern hatten wir den Trendlinie auf der Nordseite. Also sehr interessante Setups, die ich dort vorstelle, Denkweisen, die ich vorstelle. Und ihr seid natürlich herzlich täglich dazu eingeladen, mit dabei zu sein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn auch der eine oder andere aus diesem Webinar natürlich da dann mit dabei ist. Also, euch nochmals Good Trades to Mega Trading. Nur das Beste. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.